Servus, grüßt euch und hallo, die Jennik heißt euch herzlich willkommen auf Kanal 4000 zu einer neuen Folge für unseren Transport Fieber 2. Wir erobern Bayern. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge sind wir genau da stehen geblieben, wo wir jetzt stehen. Wir haben also mittlerweile 3 Frachtzüge auf unseren beiden Linien fahren. Und dieses Mal haben wir uns auf alle Fälle vorgenommen, wir werden hier ein Ausweichgleis bauen und noch den 4. Frachtzug einrichten. Und dann können wir endlich Richtung München gehen und dort uns mit dem Passagierverkehr kümmern, weil dann haben wir einigermaßen hier diese, naja, wie soll ich sagen, Basis-Stock-Einnahmequelle geschaffen und dann kommt immer wieder schön Geld ins Haus. Im Moment schalte ich gleich mal hier auf schnell, weil wir müssen ein bisschen Geld verdienen, weil sonst können wir uns den 4. Zug überhaupt nicht leisten. Ihr seht es links unten, wir haben im Moment gerade mal so ein paar Kröten auf dem Konto, aber ich glaube, jetzt müsste eigentlich, wenn ein Zug ankommt, schon der nächste Schub kommen und da ist er auch schon. Wir können hier mal reinschauen in unsere Linienstatistik. Ja, also unsere erste Linie, die bringt schon ordentlich Geld, die zweite Linie noch nicht, weil da haben wir ja noch ein bisschen Probleme, dass die Fabrik nur ein bisschen braucht, bis die weiter produziert. Schauen wir uns den Zug einmal an. Ja, jetzt erwische ich den. Ah, da haben wir ihn. Er ist also jetzt diesmal schon fast voll. Das bedeutet, ich denke, bei der nächsten Fahrt ist er dann ganz voll. Wunderbar, die Firma produziert, beziehungsweise unsere Rohstoffquelle produziert immer schneller und immer mehr. Und dann bringen wir unsere Züge auch voll. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, bis wir dann den Zug auf die Schiene schicken, unserem 4. Also kümmern wir uns jetzt mal schnell hier um unser Ausweichgleis, das wir hier noch bauen wollten. Das müssen wir jetzt genau wie unten, so ungefähr. Da haben wir jetzt mal ein bisschen diese Mitte abschätzen. Also immer schwer, also so hier, wo dieses Wäldchen ist, ne, müsste die Mitte ungefähr sein. Wir bauen es diesmal auch ein bisschen länger, damit wir nicht in die Bredouille kommen wie unten und vielleicht nochmal umbauen müssen. Deswegen, da die sagen, bauen wir das ein bisschen länger. Ich baue das jetzt auch währenddessen die Zeit hier läuft. Ein bisschen Geld haben wir, das reicht auf alle Fälle zum Gleisbau. Und schalten uns hier also in die Schienen, schnappen uns unsere Gleise und fangen da jetzt einfach mal an. Haben wir geschaut, ja, das kommt ungefähr hin. Also bauen wir hier erstmal eine Weiche. Haben wir die schon? Jawohl. Und dann bauen wir jetzt mal hier unser Ausweichgleis. Das bauen wir jetzt echt ein bisschen länger. Weil beim letzten Mal hier einmal. Beim letzten Mal das 2-3 Mal abreißen und wieder bauen, kostet alles Geld. Haben wir schon gehabt, das Thema abreißen, neu bauen kostet immer wieder Geld. Deswegen lieber so hier ein bisschen länger bauen. Schauen wir uns das immer ein bisschen aus der Ferne an. Ja, ich denke, das schaut jetzt ganz gut aus. Ich denke auch, das ist lang genug. Gut, dann bauen wir das jetzt mal hier hin. Ich hoffe, das ist lang genug und da ist mir nicht wieder. So, und natürlich wie immer, brav wie wir sind und ordentlich, und es soll ja auch ein bisschen nach was ausschauen, bauen wir hier unsere beiden Signale her und auf dem anderen Ende bauen wir auch unsere beiden Signale. Sehr schön. Ah, die schauen schon super aus, die Signale. Sehr toll. Okay, gut. Alles klar, haben wir das. Und jetzt müssen wir warten, jetzt können wir noch mal schauen. Moment einmal. Trifft den Zug aber nicht. Ende ist auch schnell. Ja, gut. Dann machen wir das, wie sich das gehört, machen wir das über das Fahrzeugmanagement. Ja, dafür ist es ja, das ist unser Zug 3. Können wir den da aufrufen? Genau, das können wir. Hier, Übersicht. Ah, da gibt es eine bessere Übersicht. Okay. Die kennen wir schon. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Jetzt habe ich spät hingeschaut, ob der jetzt voll beladen war. Ich glaube schon, oder? War der voll? Habt ihr das gesehen? Also, ich habe es jetzt gesehen. Also, der ist mit Sicherheit voll beladen, da muss ich gar nicht nachschauen. Und schmeißt hier hoffentlich wieder die 278.000 raus. Jawohl. Sehr gut. Und der Kontostand steigt schon wieder an. Schauen wir mal rein. Ist die? Ja. Und wie ihr seht, jetzt sind mittlerweile beide Linien, obwohl unten erst eine Fahrt ein Zug fährt und wir da im Moment auf Null sind. Also, er transportiert nichts, weil er leer zurückfährt. Haben wir aber auch da unser erstes Plus gemacht. Da würde ich sagen, ja, also das schaut wirklich gut aus. In diese Richtung soll es weitergehen. Jetzt etablieren wir hier wirklich nur, jetzt bauen wir hier noch den 4. Zug auf die Strecke und dann sollte das eigentlich so als Basiseinkommenquelle, sollte das eigentlich reichen und dann können wir uns um andere Dinge kümmern, weil sonst wird es ja einfach, wenn wir da andauernd hier rumhängen. So, der Zug ist wieder da, aber jetzt schaue ich noch. Jawohl. Und jetzt ist er auch vollgepackt, der Zug. So sollte das sein. Und es steht auch schon einiges hier
am Gleis. Also ich denke, bis wir das Geld haben jetzt für den zweiten Zug, werden wir den auch dann, wird der dann auch gleich von Anfang an voll beladen fahren können. Okay, also das schaut insgesamt schon mal ganz gut aus. Jetzt warten wir das noch schnell ab ein bisschen. Während wir jetzt hier warten, da müssen wir da nicht so doof hinschauen, fliegen wir mal nach München hinunter. Wir schauen uns jetzt bei München an, wie die nächsten Pläne sind. Und zwar ist die Aufgabe oder ist mein großer Wunsch, so machen wir das jetzt. Wir werden jetzt langsam mit dem Passagierverkehr anfangen. Und wenn wir uns jetzt hier mal das aus luftiger Höhe mal anschauen, zum einen die Aufgabe ist immer, man muss diese Städte irgendwie so ein bisschen den Rüsschenschlaf entwecken und muss die aufwecken. Das bedeutet, man muss innerhalb einer Stadt einen regionalen, im Moment sind es nur Kutschenverkehr, einrichten und da mal die Leute von A nach B fahren. Dann erwacht diese Stadt zum Leben, dann baut diese Stadt auch neue Häuser, dann kommen da auch immer mehr Einwohner dazu. Und dann werden wir anfangen, auch hier von München aus Bahnhöfe zu bauen und diese angrenzenden Städte hier, so stelle ich mir das jetzt vor, alle mal an München anschließen. Also Rosenheim hier, Altötting, Landshut, Augsburg, vielleicht hier eine Möglichkeit über Dachau, was Sinn machen würde. Und auch Landsberg werden wir anschließen. Ob wir dann schließlich in die Bergen auffahren nach Garmisch, das ist nämlich eine unglaubliche Höhe hier, wie man sehen kann, weiß ich noch nicht. Das zu einem späteren Zeitpunkt überlegen wir mal. Und das bedeutet, man müsste sich auch überlegen, wie wir das in München machen mit unseren Bahnhöfen. Hat man da schon so zwei, drei Sachen natürlich überlegt, weil ständig während der Sendung machen überlegen, da kommen wir ja nicht vorwärts. Wir werden hier ein paar bautechnische Maßnahmen machen, indem wir verschiedene Straßen erweitern. Und dann bauen wir hier diesen ersten Regionalverkehr hier mit den Kutschen auf. Und dann werden wir, und das ist mein großer Wunsch, ich habe lang hin und her überlegt und dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was, das machen wir eigentlich so, wie das im echten München ist. Jetzt werden sie nicht alle in München auskennen, weil wir werden zwei Bahnhöfe in München bauen. Ja, tatsächlich. Und zwar werden wir einmal jetzt hier optisch rechts der Isar den Hauptbahnhof bauen, so wie das in echt auch ist. Und zwar einen hier waagrechten Bahnhof geradeaus raus. Und links werden wir den Ostbahnhof bauen, der dann hier vertikal verläuft und werden dann also vom Ostbahnhof hier links diese Städte bedienen und vom Hauptbahnhof hier rechts diese Städte, alle die rechts von der Isar liegen, vielleicht sogar bis nach Passau hinauf. Und dann entsteht da eigentlich ein richtig schönes Netz von Fahrten. Das ist jetzt ein bisschen der langfristige Plan, weil das wird ein bisschen dauern, bis wir das alles auf die Füße gestellt haben. Und noch haben wir das Jahr 1861, also wir fahren noch mit Kutschen. Wir müssen viel Geduld haben. So viel dazu zu den mittelfristigen Plänen. Aber bevor wir da durchstarten, gehen wir nochmal nach oben, schauen uns das an, warten jetzt ab, bis wir den letzten Geld im Koffer haben, um dann unseren vierten Zug und dann denke ich, lassen wir das einmal kurz da oben und dann fahrt es. Und ich glaube, jetzt ist es schon soweit, wir haben es gut erwischt. Da kommt der zweite Zug, jawohl, und jetzt mache ich mal kurz hier auf Stopp, beziehungsweise lassen wir noch kurz weiterlaufen, bis die beiden Züge da wieder weg sind aus dem Bahnhof. Ihr seht es hier, die Firma wird beliefert und die ackert das auch sauber weg. Super. Ja, jetzt haben wir das. Jetzt sind die beiden Züge weg. Jetzt machen wir mal kurz auf Stopp. Wir haben das Geld, um unseren vierten Zug zu kaufen. Und genau das machen wir jetzt. Gehen hier auf unser Zugdepot. Fahrzeuge kaufen. Ihr kennt es schon. Wir haben nur diese Diesellok, die 1.3. Wählen uns die rote Farbe aus. Hinzufügen. Dann haben wir hier unsere Kesselwagen. In unserem Rostrot. Rostrot, sagt man das so, ja. Rostrot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. 1,4 Millionen. Wir haben die 1,4 Millionen auf dem Konto, werden den Zug also jetzt kaufen. Habe ich irgendwas nicht beachtet? Eigentlich nicht. Nee. Jawohl, der Zug ist hier. Da unten macht dann automatisch immer der Fahrzeugmanager auf. Also Zug gekauft, können wir wegdrücken. Und im Fahrzeugmanager werden wir jetzt gleich... Machen wir das gleich? Ja, das machen wir jetzt gleich. Beziehungsweise überlege jetzt gerade. Es macht natürlich schon Sinn, den auf die Strecke zu schicken, wenn das dann ungefähr schon passt mit der Mitte, um dann später die Feinheiten noch auszugleichen. Okay, so machen wir das. Also wir drehen jetzt mal nochmal das Tempo auf schnell, sehen, dass die Züge da davon rauschen. Und sobald dieser nördliche Zug jetzt hier an der Ölquelle ankommt, werden wir diesen Zug hier auf Reisen schicken. Also hier
weisen wir dem diese Linie 2 zu und dann konnte er auch losrauschen. Da warten wir noch ein paar Sekunden. Der obere Zug, der muss ja auch einfahren und sowieso laden. Also wenn der einfahrt und gerade lädt, schickt man den unten los und dann sehen wir auch, ob wir es mit der Mitte ganz gut gemacht haben. Im Moment schaut es irgendwie nicht so aus, geht es ein bisschen zu weit oben im Norden, aber wir werden sehen. So, der Zug ist da, alles klar. Ich weise dem Zug jetzt dies zu, unglücklicherweise jetzt da gerade der andere im Bahnhof, aber sie begegnen sich nicht. Sehr gut. Der verlässt die Strecke und damit fährt auch der Zug weiter. Jetzt hoffentlich haben wir den nicht zu lang aufgehalten. Und das Ziel ist es jetzt eben, dass die brav alle G4 Züge aneinander vorbeifahren. Oben schaut es ja schon mal sehr gut aus, wie wir das sehen. Passt es gerade so? Jawohl, sehr gut. Der bleibt oben nicht stehen und auch unten fahren die ganz brav aneinander vorbei. So soll es sein. Ausgezeichnet. Und dann, Moment. Gehen wir kurz darauf ein, seht ihr zwei neue Fahrer? Wir haben eine neue Diesellok, sehr gut, die ein bisschen schneller fahren kann und einen neuen Personenwagen. Das ist schon mal super. Da gehen wir dann später darauf ein, beziehungsweise werde ich das euch jetzt gleich erklären, wenn wir hier mal d'accord sind mit unserer Frachtlinie. Ja, die Firma mittlerweile gar kein Problem mehr, der Bahnhof ist randvoll, der Zug ist damit auch randvoll, ganz genau. Und die Züge fahren wieder los und genau so habe ich mir das vorgestellt, es läuft. Wie mir das gefällt, wir sind gar nicht ins Minus gekommen, oder habt ihr das gesehen? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ich glaube nicht. Und die Züge machen Plus und wir haben unsere erste Dauereinnahmequelle sehr gut eingerichtet. So soll es sein. Und dann erkläre ich euch das jetzt schnell mal, wie das läuft mit diesen Zügen. Während wir uns das hier so ein bisschen anschauen und schauen, ob die auch aneinander vorbeifahren. Ja, das klappt wunderbar. Die Züge haben eine gewisse Haltbarkeit. Und wie wir hier sehen, wir können hier die Fahrzeugstatistik aufmachen, haben die auch den Zustand. Unser allererster Zug, den wir gekauft haben, hat mittlerweile nur noch einen mittelmäßigen Zustand und damit steigt auch die Emission. Das ist jetzt eher für die Städte wichtig, da kommen wir dann später in München nochmal drauf zurück. Was aber das größere Problem ist, je schlechter der Zustand dieses Zuges, umso mehr Betriebskosten braucht er zum ersten, umso langsamer wird er und demnach logischerweise kostet er uns viel mehr Geld. Das heißt, wir werden Züge spätestens, jetzt würde ich mal warten, aber spätestens, wenn die auf dem Zustand schlecht sind, werden die ausgewechselt. Und in unserem Fall macht es natürlich dann Sinn, wenn wir den auswechseln in die neue Lok. Wir können ja mal ins Zugdepot hier reinschalten. So, gehen wir mal ins Zugdepot. Na? Geht nicht. So, wo ist das Zugdepot? Hier. Ach so, ja klar. Das ist ja Fahrzeuge kaufen. Jetzt haben wir es. Ja, ich wieder. So, hier steht die neue Lok. Das ist also eine Borsing. Schauen wir kurz hinein. Die kann schon 45 Kilometer pro Stunde fahren. Hat natürlich eine höhere Leistung, konnte demnach auch mehr und schneller fahren und kommt schneller auf die Höchstgeschwindigkeit und so weiter, ist natürlich auch länger haltbar. Die Emission ist sogar etwas niedriger und das ist auch sehr gut. Das bedeutet, man muss immer mit der Zeit gehen und muss natürlich früher oder später, wenn wir die Dampflok auswechseln, wechseln wir natürlich meistens immer auf das neueste Modell. Nicht immer, weil da muss man schon überlegen, macht es überhaupt Sinn, weil die natürlich auch viel teurer ist, aber in diesem Fall macht es natürlich sehr wohl Sinn, weil wenn die natürlich auch schneller fahren und auch schneller auf ihrer Geschwindigkeit sind, dann verdienen wir logischerweise auch schneller unser Geld. Also, das bedeutet, wir müssen immer die Zustände unserer Züge und uns überhaupt unseres Fahrgeräts immer wichtig im Auge behalten, damit wir das im Notfall austauschen. Das geht auch ziemlich einfach, das ist wirklich auch wieder sehr intuitiv gelöst. Man muss nicht extra ins Zugdepot fahren und dann austauschen und drum tun, sondern man kann das eigentlich sehr wunderbar hier auf diesem Fahrzeugfenster machen, dass man das einfach austauscht und dann sind die auch einfach in der Luft ausgetauscht. Ist jetzt nicht sehr reell, aber jeder Magnat freut sich, dass das dann in dem Fall so einfach geht. So, und dann hätte ich gesagt, ja, wir haben es geschafft. Den ersten Teil, unser kurzfristiges Ziel,
haben wir geschafft. Ein letzter Blick, würde ich sagen. Also die liefern kräftig raus, die Ölquellen. An den weißen Punkten sehen wir unsere Züge. Wir schauen, alles klar, die Züge fahren auch wunderbar aneinander vorbei. Unten gerade eben, die treffen sich im Prinzip fast genau in der Mitte, auch oben. Wie ich das schon mal erwähnt habe, ich glaube, dass das von der Software so aus, vom System so macht es, dass sie die schließlich und endlich irgendwann einmal genau in der Mitte treffen. Oben fahren die auch aneinander vorbei, sie bleiben nicht stehen. Wir haben das Jahr 1863 und damit unser erstes kurzfristiges Ziel erfüllt. Sehr gut. Okay. Schauen wir mal auf unser Konto. Jawohl. Und was wir jetzt auch nebenbei noch angehen wollen, das habe ich, glaube ich, im letzten Teil schon mal ganz kurz erzählt. Das Geld, das wir am Anfang hatten, ist ja praktisch nur geliehen. Wir haben ja von Anfang an ein Darlehen gehabt. Wir haben also mit 0 Euro angefangen, haben, wie ihr hier seht, ein 4 Millionen Darlehen. Das werden wir jetzt dann auch ziemlich zügig, werden wir das zurückzahlen, damit wir erstens zinsenfrei sind und später dann, wenn wir wirklich mal ganz große Projekte angehen, auch freie Hand haben, was das Geld angeht. Und wir im Notfall uns dann mal wieder ein Darlehen aufnehmen könnten, wenn wir es denn bräuchten. Genau, das Leben in Konjunktiv. So, also, dann sage ich jetzt einmal herzlich willkommen in München. Jetzt werden wir uns einmal München anschauen und ja, was man hier erstens irgendwie verbessern kann. Schaut es euch, oh, das ist schon toll, gell? Wie diese Fuhrwerke hier durchrauschen. Jetzt muss ich ganz ehrlich geschehen, geschichtlich okay, aber nicht ganz so. 1863, ich denke, die meisten Leute sind noch zu Fuß gegangen. Und Kutschen haben sie natürlich nur die ganz geldigen leisten können. Und deswegen freuen sie die jetzt, wenn wir hier einen Personenverkehr einrichten. Zuallererst werden wir, weil das ist mir schon die ganze Zeit, liegt mir das schon im Auge, das lassen wir gar keine Ruhe. Wir werden in München hier jetzt zuallererst einmal hier in der Mitte eine Brücke bauen, weil es bietet sich ja förmlich an. Ja, einmal Leute müssen ja da alle rauf und runterfahren und außen rumfahren, macht keinen Sinn, denn wir werden dann auch hier diesen linken Bereich mit dem rechten Bereich verbinden. Jetzt bauen wir zuerst einmal diese Straße bzw. diese Brücke. Dazu gehen wir jetzt auf, nicht mehr auf die Schienen, sondern auf unsere Straßen. Hier haben wir verschiedene zur Auswahl. Da gehen wir also bis 40 km/h zweispurig, bis vierspurig, bis 60 km/h. So weit sind wir jetzt noch nicht. Ich denke, das reicht durchaus. Vor allen Dingen, weil die natürlich auch dementsprechend mehr Geld kosten. Und Brücken kosten sowieso mehr Geld. So, jetzt ziehen wir das einmal hier rüber. 72.000. Ja, das können wir uns jetzt gerade leisten. Mittlerweile geht es ganz gut mit dem Geld, weil ja eben unsere Frachter gut liefern. Jetzt wäre natürlich auch noch ein Gedanke, so wie hier die Brücken etwas höher zu bauen, aber innerhalb von München gibt es definitiv keinen fairen Verkehr. Das werde ich auch nie zulassen, also macht es gar keinen Sinn. Gerade ist gut, dann bremst da niemand ab. Und deswegen, jawohl, haben wir die gleich jetzt hier hergestellt. So, sehr schön. Und als zweites werden wir jetzt hier verschiedene andere Sachen noch ein bisschen anbinden, um einfach diese Stadtentwicklung auch ein bisschen anzukurbeln. Ich denke schon, dass wenn man einfach Straßen baut, auch das Ganze so ein bisschen angekurbelt wird. Also zum Beispiel können wir hier eine Straße bauen, die bauen wir jetzt gleich mal. Weil, wenn es irgendwie Probleme gibt, kann man es auch immer wieder abreißen. Schauen wir mal, ob wir hier, ja, das ist ein bisschen schräg. Schauen wir mal, können wir das abreißen? Könnten wir. Aber das liegt eigentlich an der Straße, dass die nicht kommt. Gell? Ich kann übrigens, habe ich leider kein Gitternetz gefunden. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch weiß, ob es das gibt. Damit man da eben gerade bauen kann. Schaut jetzt schon gerade aus. Also irgendwas ist nicht so gerade, aber okay. Will man nicht päpstlich, ist er wieder Papst. Also Schönbau okay, aber man muss ja auch nicht so übertreiben. Ich denke, ach, so ist das schon in Ordnung. Ja, ein bisschen schräg, okay. Aber gut. Lass mal so, passt. Haben wir das auch. Dann ist da auch ein Rund geschaffen. Und hier unten, da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen offen lassen, weil, ja, wie erwähnt, ich hier unsere Bahnhöfe, beziehungsweise hier unten, hier in diesem Bereich möchte ich eigentlich einen ersten Bahnhof herbauen. Und hier oben dann eventuell den zweiten. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den. Um den Busverkehr, beziehungsweise im Moment sind es noch Kutschen. So, um das Ganze anzuschubsen, brauchen wir zuerst, das bauen wir jetzt als allererstes, wir gehen in unser Straßen,
Menü und rufen hier die Gebäude auf und bauen jetzt zuallererst erst einmal ein Straßendepot, ein Straßenfahrdepot, weil das da kaufen wir, wie bei den Zügen, kaufen wir da immer ein. Und ich finde das immer ganz gut, mir gefällt das immer, dieses Straßendepot gehört eigentlich hier, wie wir sehen, ins Industriegebiet. Das ist ja deutlich zu erkennen. Wir können ganz kurz, bevor wir das bauen, zeige ich euch das einmal schnell. Denn da kommt wieder ein neues Menü von links oben, von diesem Datenlayer. Können wir mal nachschauen. Und zwar, wenn wir hier auf diese Landnutzung drücken, haben wir hier eine genaue Angabe, wer wo wohnt. Habt ihr gesehen, seht ihr, die Straße, die bauen schon heißer, also die Stadt wächst. Hier sehen wir genau, wer wo wohnt. Also hier im Grünen wohnen die Leute, je grüner es ist, umso mehr Leute wohnen da. Da oben haben wir die Industrie, das ist nicht fürs Arbeiten, sondern eher dann für die Fracht eigentlich wichtig. Und hier haben wir das Gewerbegebiete, hier arbeiten die Leute und kaufen ein. Also logischerweise, die Leute wollen dann von hier nach hier fahren und wieder zurückfahren, müssen in die Arbeit, nutzen das. Und genau darauf werden wir uns jetzt ein bisschen einschießen. Dann kommen natürlich noch Bahnhöfe dazu, beziehungsweise Haltestellen für unsere Bahnhöfe dazu. Und dann kommen wir da, glaube ich, einen ganz coolen Rundbauen. Und genau das ist ja so ein bisschen das Ziel. Okay, das ist, habt ihr das einmal gesehen? Also, nochmal zurückkommend jetzt. Nicht wirre durcheinander springen, wir bauen unser Straßenfahrdepot. Das stellen wir jetzt hier irgendwo ins Industriegebiet her. Die Frage ist noch, wo hier? Wo passt es denn gut her? Da hier, so vielleicht. Da kann es ganz gut herpassen. Na, das geht nicht. Da drüben ist auch noch Industrie, da kann man es natürlich auch herstellen. Nee, die lassen wir uns einmal den Platz, wenn wir da wirklich mit dem Bahnhof noch was machen wollen. Das finde ich ganz gut. Schauen wir mal, ob es da herpasst. So, ja, das ist doch super. Da passt doch wunderbar her. Dann können wir auch noch ein paar Bäume hier stellen, damit es ein bisschen schöner ausschaut. So. Das ist jetzt noch nicht ganz gerade. So ist gerade, glaube ich. Ja. Jawohl. Das ist doch super. Perfekt. So ein bisschen rüber, ja, durch die Straße. Ah, ich mache das schon ein bisschen ordentlich. Okay. Wenn wir schon ein bisschen ordentlich haben. So, jetzt. Jawohl, stellen wir das da hin. Alles klar. Da kauft man jetzt dann gleich unser Fahrzeug ein. Unsere Fahrzeuge, die wir brauchen für unsere Linie. Und jetzt müssen wir uns erst einmal überlegen, wo wir unsere Stationen hinstellen. Dazu gehen wir wieder in unser Menü hier für Straßenverkehr. Dann haben wir jetzt hier verschiedene. Da gibt es dann größere Bus- und Tramstationen, wo der so richtig umdreht mit zwei Heisel und dann hier so klassische kleine. Wir nehmen jetzt hier die kleinen und schauen einmal ab. Also ihr seht das, wenn man das hier irgendwo hinstellt, werden diese Gebäude weiß und damit wird decken die diesen ganzen Bereich ab. Also es ist ziemlich viel. Ich bin da immer wieder erstaunt, wie so eine kleine Station. Das heißt eigentlich, dass der da ganz rechts unten in seinem Heisel bis zur Station laufen muss. Aber die kann man ein bisschen überkreuzen lassen, diese Dinger, diese Stationen. Und dann kann sich jemand erstens einmal aussuchen, zu welcher Station geht. Und es ist wirklich alles abgedeckt. Schlimmer wäre es, wenn man irgendwo Lücken lässt. Also lieber ein bisschen drüber, wie nicht. Und das bedeutet für mich, wir stellen die erste. Es macht natürlich Sinn, dass die vor dieser Kreuzung steht, damit man da eventuell abbiegen kann. Also stellen wir die erste hier vor dieses hohe Haus, wo die vorhin Leute wohnen. So, da haben wir. Man könnte auch gegenüber eine hinstellen, das ist dann trotzdem als eine Station. Brauchen wir aber im Moment noch nicht. Bauen wir uns wieder das Geld, machen wir eventuell später, wenn wir auch einen Gegenverkehr haben. So. Und den zweiten stellen wir wohin? Das ist jetzt die Frage. Normalerweise müsste man da eventuell hinstellen. Hier unten kommt dann der Bahnhof mit der Station hin. Zumindest spiele ich mit dem Gedanken, dann könnte der also entweder da rumfahren oder da rumfahren. Würde jetzt Sinn machen, wenn man vielleicht hier noch eine Straße baut, hier unten. Dann könnte man die Station hier hinbauen, damit der später dann in dem Kreis. Genauso machen wir das. Genauso machen wir das. Also wie wir hier sehen, wenn die Station hier steht, ist alles weiß. In diesem Bereich, das ist ganz gut. Es überlappt hier ein bisschen über die Isar drüber, aber das denke ich ist okay soweit. Und dann können hier die Leute zum Einkaufen und zum Arbeiten fahren. Jawohl, den auch hingestellt. Na, ist halt die Frage, ob es jetzt gescheiter gewesen wäre, wenn wir den auf die andere Seite machen.
Naja, wenn die jetzt da entlang fahren, gut. Okay, dann haben wir unsere beiden Stationen schon mal. Und dann machen wir das jetzt auch gleich mal. Trotzdem baue ich jetzt mal diese Straße, damit da nicht irgendwie einer auf die Idee kommt und eine Heise hier baut. Also hier ziehen wir mal noch eine Straße rüber. Okay, haben wir das auch. Wusste man mittlerweile, schaut mal. Kaum passt man auf und redet ein bisschen und macht und tut, haben wir schon jede Menge Geld auf dem Konto wieder. Und das bedeutet, ich habe es vorher schon mal erwähnt, während wir hier so ein bisschen weiter wursteln und ja noch nicht so viel Geld ausgeben, werden wir hier unser Konto aufrufen und hier erst einmal, zweimal 1 Million zurückzahlen. Machen wir sogar eineinhalb. So, ganz mutig, wie ich bin. Und dann haben wir schon mal unseren Kredit reduziert und unsere Einnahmen durch die wenigen Zinsen steigen weiter. Ja. Das schaut doch schon mal gar nicht schlecht aus. Und jetzt werden wir hier noch die erste Linie aufbauen in München, damit da mal die ersten Postkutschel hin und her fahren. Das bedeutet, wir schnappen uns unseren Linienmanager, kreieren eine neue Linie. Ich bin für Personenverkehr, bin ich der totale Blaufan. Dann werden wir jetzt diese Linie gleich benennen. Und zwar ist es die Buslinie 1. Nehmen wir nur BU. Ah, nehmen wir BU. Also, die Buslinie 1 in München. Jawohl. Da haben wir es. Und dann fügen wir jetzt erstmal Stationen hinzu. Die Stelle. Und zwar einmal die hier und einmal die hier. Sehr gut. Und wie ihr seht, optimal. Die fahren da jetzt erst einmal hin und her. Und wenn wir diesen jetzt etabliert haben, diesen Verkehr, dann steigt wieder die Personen, wir können mal reinschauen ins Münchenfenster, das schauen wir uns jetzt nachher dann nochmal genau an. Jetzt kaufen wir uns unsere Fuhrwagen. In Depot Fahrzeuge kaufen. Und da haben wir auch wieder, also wir haben sowieso eins erst zur Auswahl hier, da haben wir das Ross, also das Pferdl, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h. Bin ich unschlüssig, zwei Pferde mit Wagen, km/h, 18, ja, kannst du hinkommen, gell? Ladegeschwindigkeit 1, Emission sehr niedrig natürlich, alles so wunderbar. Und da kaufen wir jetzt gleich mal davon 1, 2, 3, 4 Stück. Die kaufen wir ein. Haben wir erledigt und dann markieren wir alle und schicken diese 4 auf unsere neue Linie. So, und bevor jetzt gleich Fragen kommen, jawohl, ihr seht es, die kommen alle 4 da raus. Aber, das habe ich glaube ich schon mal erklärt, das System ist wirklich gut aufgestellt. Die Software wird jetzt selber, das System wird jetzt selber den Intervall, also die fahren jetzt nicht die ganze Zeit alle gleich hinterher, sondern das System wird selbst den Intervall dieser Strecke einstellen. Wie ihr seht, bleiben die stehen und bleiben zwar so lang stehen, bis der Intervall für 4 Kutschen gleich ist. Das dauert ein bisschen, bis sie das eingespielt hat. Man kann das schon beobachten. Und da stehen auch schon die ersten Leute, das geht ruckzuck. Die bleiben so lange stehen, bis von diesen 4 Kutschen die Intervalle immer gleich sind. Da seht ihr es oben links, kann man das beobachten, die bleiben wieder stehen. Und der bleibt jetzt auch noch stehen, dann trat der da um. Und das dauert eben ein paar Sekunden. Und dann haben die den zwischendrin Intervall alle gleich, da muss man sich nicht drum kümmern. Früher gab es diese verschiedenen Wirtschaftssimulationen, Bahnsimulationen, da hat man das wahnsinnig anstrengend selber hinfriemeln müssen, weil das war so schwer, dass man das genau abgepasst hat. Oft konnte man es gar nicht eingeben, ja dann und dann. Da war echt schwierig das Ganze, aber hier macht es das System super selber. Und wie ihr vielleicht seht, hier fliegen die Häuser, entstehen hier an unseren Straßen, weil wir sozusagen München jetzt zum Leben erweckt haben. Und damit passiert auch hier auf dieser Anzeige was. Wir haben 258 Bewohner, wir können jetzt bis zu 274 steigen. Wir kriegen ein ordentliches Plus, weil wir zum einen den Straßenverkehr etwas ausgebaut haben für den Privatverkehr, also in dem Fall noch für die Kutschen, und unseren öffentlichen Verkehr angeschmissen haben. Auch da gibt es Prozentpunkte dazu. Alles ist noch in sehr guter Qualität, da gehen wir dann eher später mal näher drauf ein. Also wunderbar, wir haben es geschafft. Und ich denke, das war's wieder für diese Ausgabe. Also wir haben wirklich seinen Schritt weitergekommen. Wir haben München zum Leben erweckt und im nächsten Teil geht es dann darum, dass wir unseren ersten Hauptbahnhof bauen.
Das war's soweit. Herzlichen Dank, sage ich wieder fürs Zuschauen. Der DJ Nick auf Kanal 4000. Wenn es euch gefällt, lasst bitte ein Abo da. Ciao, Servus, bis zum nächsten Mal.